Wirtschaftspolitiker der Union beschließen Quedlinburger Erklärung mit 11 Punkten. Das Quedlinburger Rathaus war kürzlich Treffpunkt für die wirtschaftspolitischen Sprecher aller CDU-CSU-Landtagsfraktionen. Getagt wurde auf Initiative von Ulrich Thomas im historischen Ratssaal, wo die Vertreter aus ganz Deutschland auch vom Oberbürgermeister begrüßt wurden. Frank Roch informierte dort die Gäste über die Stadtgeschichte und über sein stärkeres Engagement für die Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung der Stadt. Wir sind seit 1994 Welterbestadt, über 1000-jährige Geschichte. Wir feiern im Jahr 2022 unsere 1000-jährige Wiederkehr unserer ersten urkundlichen Erwähnung Quedlinburg. Ansonsten sind wir gegenwärtig dabei, unsere Potenzen und Potenziale in den Gewerbegebieten und Industriegebiet, in Anführungsstrichen, haben wir noch nicht, wollen wir aber auch installieren, ausschöpfen, ohne dass wir unser Fund, unser Tourismus-Welterbe wirklich vernachlässigen. Als CDU-Landtagsabgeordneter und auch wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalts war Ulrich Thomas stolz, dass er zu dieser Tagung in den Harz einladen konnte. In der Expertenrunde wurden dann verschiedene Schwerpunkte diskutiert. Unter anderem standen die Klima- und Energiepolitik, der Breitbandausbau und die Digitalisierung sowie Bürokratieabbau und die Stärkung und Förderung innovativer Unternehmen auf der Tagesordnung. Im Ergebnis präsentierte dann Erwin Huber als Sprecher der Arbeitsgruppe die 11-Punkte-Erklärung. Wir sind insgesamt zufrieden mit dem wirtschaftlichen Aufbau der neuen Länder. Die Reindustrialisierung geht voran, auch der Dienstleistungssektor hat eine gute Entwicklung. Aber natürlich gibt es weiterhin, und zwar viele Jahre, etwas zu tun. Ein Schwerpunkt wird in der Zukunft mit Sicherheit sein, die Forschungsförderung noch weiter auszubauen. Und es muss auch versucht werden, dass man Forschungszentren auch im unternehmerischen Bereich hier ansiedelt. Und es wäre ja auch wünschenswert, dass auch Firmensitze von großen Unternehmen hier installiert werden. Politik kann begrenzt hier Einfluss nehmen, aber als jemand, der aus einem westlichen Bundesland kommt, sage ich dazu, wir bekennen uns dazu, dass es eine nationale Aufgabe ist, die nicht im Jahr 2019 enden darf. Eng damit zusammenhängt unser Bemühen als die wirtschaftspolitischen Sprecher, dass wir eine Vitalisierung der Gründerszene in Deutschland wollen. Deutschland ist insgesamt wirtschaftlich stark, nicht nur, weil wir Global Player haben, sondern in besonderer Weise, weil wir einen breiten, sehr vielfältigen, sehr innovationsfreudigen Mittelstand haben, bei dem ja mehr als 80% der Menschen beschäftigt sind und der im Wesentlichen die Ausbildungsleistung auch trägt. Und der Mittelstand ist heute im Bereich von Entwicklung von Produkten, im Servicebereich außerordentlich global schon unterwegs. Wir wollen aber, dass diese Stärkung des Mittelstandes weitergeführt wird, indem wir gerade auch junge Leute ermuntern, sich selbstständig zu machen. Das ist oft eine Finanzierungsfrage, deshalb die besondere Förderung von Unternehmensgründungen, von Start-ups, wie man heutzutage modern sagt, aber natürlich auch von Wagniskapital. Da haben wir gegenüber anderen Ländern, glaube ich, einen Nachholbedarf von Beteiligungen, also Business Angels. Wir möchten also, dass der Blick der jungen Leute auch geweitet wird darauf, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und sie brauchen dazu eine besondere Unterstützung. Das sehen wir als einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Wenn wir die Zahlen am Arbeitsmarkt sehen, das ist eine sehr gute Entwicklung, aber der Blick geht natürlich nach vorne. Wo sollen wir uns weiterentwickeln? Und natürlich ist Forschung und Innovation hier ein Zauberwort. Aber wir glauben natürlich auch, dass wir schon mehr Anstrengungen unternehmen müssen, mehr Menschen in die Selbstständigkeit zu bringen. Also die Selbstständigenquote ist zu gering, zumindest in Sachsen-Anhalt, aber auch im Bundesdurchschnitt muss die Selbstständigenquote erhöht werden. Wir haben ja festzustellen, dass wir viele Gründungen durchaus haben, sogenannte Start-ups, die also aus der Hochschullandschaft kommen, mit tollen Ideen und Produkte entwickeln.
wir aber auch feststellen, dass es doch schwierig ist, diese Produkte dann zur Markteinführung zu bringen. Also ich habe eine Idee, habe ein Produkt und kriege es aber nicht in den Markt, weil ich es nicht produzieren kann, weil vielleicht die Kosten zu hoch sind. Und dann verschwindet diese Idee und kommt mit gewissen Zeiträumen später aus anderen Ecken der Welt, so sage ich es mal, als das neue Produkt. Und da müssen wir mal schauen, dass wir diese Wertschöpfungskette von der Idee über die Erfindung bis hin zur Produktion hier behalten. Ja, hier, damit wir auch hier entsprechend dann von dieser Idee profitieren. Und deswegen sagen wir ganz klipp und klar, im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung müssen wir solche Existenzgründer stärker unterstützen. Das muss nicht immer Geld sein. Das kann auch manchmal Know-how sein. Ja, und dann bin ich schon beim Thema, was uns auch sehr stark beschäftigt hat. Das ist die Frage der Betriebsübergänge. Wir sind im Jahr 25 nach der Wiedervereinigung. Viele Manager haben damals die damaligen VEB-Betriebe und Kombinate gerade hier im Osten übernommen, waren so 50, 55 und kommen jetzt in dieses Alter, wo sie also auch selber spüren, jetzt geht's nicht weiter. Ich brauche einen Nachfolger. Und da stellen wir auch fest, dass es schwierig ist, Nachfolger zu finden. Und die Frage, die uns beschäftigt hat, warum ist das so schwierig? Und da geht es natürlich auch ein Stück weit um das Bild des Unternehmers in der Gesellschaft, dass wir doch das Bild des Unternehmers bisschen ein Stück weit stärker würdigen müssen und ihn natürlich auch eigentlich von den Belastungen seines Unternehmens ein Stück weit befreien wollen. Ich sage nur Bürokratieabbau. Dritter Punkt, den ich herausgreifen möchte, und dazu hat eine lange Diskussion auch beigetragen, den wir mit dem zuständigen Abteilungsleiter des Bundesministeriums für Verkehr und Digitalisierung hatten, nämlich der Breitbandausbau in ganz Deutschland. Wir begrüßen, dass der Bund jetzt auch ein doch groß angelegtes Förderprogramm auflegen wird. Allein auf Bundesebene werden bis zum Jahr 2018 etwa 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, in enger Kooperation mit den Ländern und mit den Kommunen. Unser Ziel ist, dass wir flächendeckend bis zum Jahr 2018 diese Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde schaffen. Wir sind der Meinung, man muss für Gewerbegebiete, für Industriegebiete auch eine höhere Datenrate hinbringen. Wir gehen also davon aus, dass wir dort, wo wir industrielle Kerne haben, wo wir Gewerbegebiete haben, schon auf 100 Megabit pro Sekunde kommen sollte. Man kann Glasfaser wohl nicht in jedes Haus in Deutschland finanzieren. Der Finanzaufwand wäre dabei 70, 80 Milliarden Euro. Aber dort, wo die Wirtschaft in besonderer Weise auf eine schnelle, gute Versorgung angewiesen ist, muss auch ein Schwerpunkt gesetzt werden. Wir erwarten uns viel von diesem Bundesprogramm. Wir sind bereit als Länder, nicht nur in eine Kofinanzierung einzutreten, sodass im besten Fall bis zu 90%, in Ausnahmefällen sogar bis zu 100% der Finanzierung in einem kommunalen Bereich übernommen werden kann, sondern wir sind auch bereit, mit dem Bund zusammen die organisatorische Hilfe zu leisten. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands von eminenter Bedeutung ist. Für die Gäste war Quedlinburg im doppelten Sinn eine Reise wert, bestätigte uns Erwin Huber im Interview. Ja, also meistens sind wir ja in großen Städten, aber auf Einladung unseres Kollegen Uli Thomas waren wir hier in Quedlinburg. Die meisten waren zum ersten Mal da, aber es war ganz erstaunlich, dass gestern und heute viele Kollegen gesagt haben, sie möchten gerne wiederkommen, zum Teil mit ihren Familien, weil man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, so eine historische Stadt mit dieser kulturellen Ausstrahlung, das muss man auch seinen Familien zeigen. Warum ist es wichtig, dass man hier landtagsübergreifend, länderübergreifend zusammenkommt im Thema Wirtschaft? Ja, einmal die Wirtschaftspolitik ist natürlich für die Zukunft eines Landes immer von großer Bedeutung. Aber man kann das heute nicht mehr in der Landeskompetenz alleine machen. Und deshalb koordinieren wir das Vorgehen der Fraktionen von CDU und CSU über alle Länder hinweg. Und haben natürlich dann mit auch mehr Stoßkraft gegenüber dem Bund. Auch da gibt es natürlich spezielle Länderinteressen, was Regionalpolitik angeht, was Infrastruktur bedeutet. Und wenn ich als Beispiel nehme bei dieser Tagung Breitbandausbau, Digitalisierung, wir fordern seit längerem ein Förderprogramm des Bundes
Und so wie es aussieht, wird man ja 2 Milliarden bis zum Jahr 2018 von Bundesseite allein zur Verfügung stellen. Das ist sicherlich auch ein Erfolg dieses ständigen Bohrens aus den Ländern. Da gibt es ein schönes Beispiel hier von der Orts-CDU, die hier das freie WLAN in der Stadt etabliert hat. Wie haben Sie das denn mal zur Kenntnis genommen? Das ist sehr vorbildlich. Ich glaube, dass überhaupt in der Digitalisierung, im Breitbandausbau, in der Verfügbarkeit dieser Informationstechnologie die wirtschaftliche Zukunft des Landes schlechthin liegt. Eigentlich auch für Freizeit und für Kultur ist es bedeutsam. Und freies WLAN ist ein ganz wichtiger Beitrag. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es im Rathaus, im historischen Rathaus, freies WLAN gibt. Das ist vorbildlich.